Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Heute am Freitagabend, das Wochenende steht vor der Tür, wollen wir Ihnen noch einmal ein bisschen Information für Geist und Seele geben. Themen, die uns alle betreffen. Viele, viele tolle Referenten kommen jedes Jahr an unterschiedliche Orte, halten ihre Vorträge, geben ihr Wissen an uns weiter. Und da gibt es einen Ort in der Schweiz, der da besonders bekannt dafür ist, und zwar die Quelle in Bern. Bei mir heute im Studio begrüße ich herzlich Patrick Petrozzoli und Pascal Vogelhuber. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Norbert. Du bist der Mann, mit dem sich das Thema die Quelle in Bern verbindet. Hat ja einen guten Namen sich gemacht, mittlerweile das bekannteste und größte Veranstaltungszentrum für, ich sag mal, alternative Informationen und auch ein bekanntes Zentrum. Wie hat sich das denn entwickelt? Ist es dir in den Schoß gefallen? War das schon immer deine Idee, so ein Zentrum zu machen? Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, also wenn wir davon reden, in den Schoß gefallen an für sich. Es ist so, ursprünglicherweise habe ich in der Buchhandlung Weiermann gearbeitet. Mhm. Das war die erste spirituelle Buchhandlung im ganzen deutschen Raum. Die wurde vor etwa 50 Jahren gegründet. Da habe ich gearbeitet mit Herrn Weiermann. Er hat danach die Buchhandlung einmal verkauft. Und dann ging es darum, was machen wir jetzt? Ich war noch knapp 30 und Herr Weiermann 70 etwa. Okay. Und dann haben wir zusammen ein bisschen philosophiert und haben gedacht, komm, es wäre schön, einen Treffpunkt zu machen für spirituelle Leute, obwohl ich spirituell neutralisieren möchte, wir sind ein neutrales Zentrum für geistige Ausrichtung, alternative Ausrichtung mit einem guten Qualitätssiegel. Das heißt, wir wollten die besten Leute auf diesem Sektor holen, aus der ganzen Welt und so unsere Anlässe machen. Das klingt toll. Wie viele Räumlichkeiten gibt es denn in dieser Quelle? Und ist da immer was oder gibt es nur spezielle Tage oder Monate, wo irgendwelche Veranstaltungen laufen? Ja, die Quelle ist in Bern, hat verschiedene Räumlichkeiten. Dazu gehört eine Cafeteria, ein kleines Restaurant, wo die Leute sich verpflegen können. Tagsüber gibt es da verschiedene Menüs. Gegen Abend wechselt ein bisschen das Publikum und abends sind dann die Vorträge. Und am Wochenende vor allem Seminare. Jedes Wochenende? Wir haben fast 365 Tage offen. Es sind jetzt nächstes Jahr sind etwa 300 Events geplant. 300 Events in dem Sinne, dass wir ein großes Spektrum an Anlässen haben. Das heißt, wir decken viele verschiedene Gebiete ab. Da kommen Religionslehrer aus allen Religionen. Da kommen Ärzte, Professoren, Atheisten, Naturleute. Wow. Da kommen Leute aus dem Bereich Medialität, Heilen und viele andere Sachen auch. Immer so gut es geht für uns, versuchen wir die besten Leute zu bekommen. Und da kommen die Leute aus der ganzen Welt, von Amerika, Afrika, Indien, Australien, England, Europa. Also ein internationales Zentrum mittlerweile. Dann habe ich gesehen, das zeigen wir den Zuschauern auch, alle, die sich interessieren, in der Quelle in Bern gibt es dieses Veranstaltungsheft, vor allen Dingen für die Zuschauer wichtig, die nicht über Internet verfügen. Das, kann man das bei dir bestellen? Ja, die, die Internet haben, können das über die Webseite anschauen und auch gleich zu Hause ausdrucken. Die, die das nicht haben, können telefonisch anrufen. Dann werden wir Programme verschicken. Genau. Und wir werden das auch so machen, dass im nächsten Jahr die Zuschauer, die im Time-to-Do-Shop sich Produkte bestellen, da würden wir auch das Heft in den Paketen immer mal wieder beilegen, dass sie über die Informationen verfügen und sich den entsprechenden Vortrag oder das entsprechende Seminar rechtzeitig buchen können. Denn auch darauf ist zu achten, das wissen wir aus dem letzten Jahr, die Vorträge sind sehr, sehr schnell ausgebucht, weil viele dieser Referenten nur an einem oder zwei Orte in der Schweiz sind und manchmal auch nur in der Quelle. Das heißt, wenn Sie sie in der Schweiz sehen wollen, sollten Sie vielleicht die Veranstaltungen in der Quelle sich immer anschauen. Dort sind sehr viele internationale Referenten. Wie ist das in dem Ablauf? Wie läuft das so abends? Das sind ganz normale Räumlichkeiten, wie man sich das vorstellt, in jedem Veranstaltungszentrum mit Ausstattung. Dort geht man rein. Wie ist es denn mit Verpflegung? Ja, es ist so, wir sind die meiste Zeit in der Quelle, aber für einige Veranstaltungen
die größer sind, schauen wir lokal in Bern, da sind wir an einigen Orten, manchmal auch in der Natur, draußen, in Zentren, die auf dem Lande sind. Wir passen das jeweils den Leuten und den Referenten an, was wir da machen. Du hast uns ja ein paar Bilder mitgebracht, wie das Ganze aussieht. Und für die Zuschauer, die bisher die Quelle noch nicht kennen, zeigen wir gerade mal eine kurze Bilderfolge, dass sie das Gebäude mal sehen, wie es innen so aussieht. Und ich glaube, es ist sogar ein Bild dabei, wenn so eine Außenveranstaltung ist im Freien, wie das dann aussieht. Dann klicken wir das gerade einmal an. So, liebe Zuschauer, jetzt läuft das durch bei uns in der Dia-Show und der Patrick sagt ein bisschen was dazu. Ja, hier sehen wir das Logo der Quelle. Das ist das Gebäude im Kirchenfeld in Bern, die Cafeteria, wenn man hereinkommt. Dann eine Veranstaltung im Saal. Hier ist ein kleiner Raum im hinteren Bereich, wo meditiert wird oder genutzt wird für Therapeuten oder Einzelsitzungen. Hier bin ich mit Pascal Fockenhuber im National Bern oder in Luzern, hier auch wiederum mit Pascal. Hier haben wir eine Veranstaltung in Zürich, manchmal sind wir auch außerhalb von Bern. Und hier ein mehrtägiges Seminar in der Natur. Wunderschön. Also eine tolle Veranstaltungslocation und wie gesagt, was ich auch klasse finde, wenn es bei euch nicht geht, dann sucht ihr die entsprechenden Räumlichkeiten, dass es geht. Also für die Referenten eigentlich ein guter Service. Gefällt mir richtig toll. Jetzt hast du gerade das Zauberwort gesagt mit dem Pascal zusammen. Ihr macht ja auch Dinge zusammen. Wie ist denn da dazu gekommen, Pascal? Wie seid ihr denn zusammengekommen? Ja, also eigentlich war es so, ich habe mein allererstes Buch rausgebracht und dann habe ich mal geschaut, wo gibt es Veranstalter? Und ich war damals noch sehr jung, 27, habe dann die Veranstalter gefragt, habe gesagt, macht ihr was mit mir? Und am Anfang, zu der Zeit, wollte noch niemand so. Und dann bin ich nach Bern zur Quelle gekommen und der Patrick hat gleich gesagt, okay, wir probieren das mal, ob es funktioniert. Und er hat mir dann eigentlich, er war so, ja, hat dann angefangen, mit mir Veranstaltungen zu machen. Und dann hat es mir so gut gefallen in der Quelle, eben, dass man in der Pause gleich essen kann. Patrick war mir einfach vom Typ her super sympathisch und auch das Team. Und dann bin ich eigentlich jetzt so die Jahre geblieben und dann haben wir mal so eigentlich just for fun. Ich habe das erst viel später eigentlich erfahren, dass er auch Heiler ist oder auch in Indien war. Das hat er mir damals so beim Mittagessen erzählt. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal einen Abend zusammen machen. Da haben wir so einen Heilerabend gemacht und da kamen dann gleich, glaube ich, 300 Leute oder so. Und das hat dann so viel Spaß gemacht, auch weil wir vom Arbeiten her ähnlich denken, aber doch von unterschiedlichen Sichtweisen an die Sache herangehen. Und ja, dann haben wir eigentlich so angefangen, dann Events. Dann ist einmal mein Assistent abgesprungen an einem Seminar. Und dann habe ich so gesagt, springst du ein? Und dann hat das auch super harmoniert und dann haben wir Wochen gemacht zusammen oder eben am Wochenendseminar oder vor allem die Heilerabende. Und das ist, glaube ich, auch was ihr jetzt nächstes Jahr gemeinsam macht. Es gibt ja Veranstaltungen, die machst nur du mit deinen Thematiken. Und ich glaube, von unseren Zuschauern gibt es jetzt niemanden, der dich nicht kennt. Und was wir auch noch dazu sagen wollen, ist, du bist der erfolgreichste. Darf man noch Jungautor sagen? Oder müssen wir schon Autor sagen? Also der erfolgreichste vom Jungautoren zum Autoren mit dem Thema Sachbücher in der Schweiz. Ja. Wie viele Bücher hast du bisher geschrieben? Bücher habe ich 8 geschrieben und 8 waren Bestseller und 5 Platz 1. Wow, Gratulation, das ist eine Leistung, muss man sagen. Für die Zuschauer, Sie sehen es gerade im Bild, der Pascal hat uns 4 Bücher mitgebracht und auch der Patrick. Dem Patrick, seine Bücher stehen ganz unten, die 3 Bücher oben und die CD sind von Pascal. Diese werden unseren Zuschauern zur Verfügung gestellt. Das heißt, alle Zuschauer, die eines der Bücher vom Pascal Fockenhuber oder die CD oder eines der Bücher vom Patrick haben wollen, die können uns per E-Mail anschreiben oder über die bekannte Telefonnummer der Redaktion anrufen und einen Wunsch äußern, welches Buch sie haben möchten. Wir werden unter allen, die uns anschreiben, wie bekannt, dann die verlosen. Und alle sind handsigniert. Ja. Das ist auch noch schön. Danke übrigens. Wenn ihr was zusammen macht, was macht ihr denn zusammen?
Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da? Eben zu Beginn hat es begonnen mit diesen Heilabenden und Kontakt mit dem Jenseits war das zu Beginn. Wir haben dann eben gemerkt beim ersten Event, das wir ausgeschrieben haben, gleich 300 Leute sind dann über die letzten Jahre mindestens 10, 12, 13 solche Events gemacht. Wir hatten noch in Zürich und in Luzern solche Abende. Da geht es vor allem um die Heilung, eine Demo auch zu zeigen, was Heilung sein kann. Auf der Bühne nehmen wir ein paar Leute hoch. Pascal schaut aus hellsichtiger und hellfühlender Sicht an, was er wahrnehmen kann, was er sehen kann, bezieht aber die Leute auch mit ein. Das ist für uns immer auch wichtig, dass die Leute auch nicht uns auf der Bühne sehen, sondern auch etwas mitnehmen können und selber auch anwenden können. Okay. Das heißt, er bezieht die Leute ein, was seht ihr, was spürt ihr. Das heißt, auch wenn die Heildemo auf der Bühne läuft, kann es sein, dass viele Leute Heilung erfahren im Publikum, was sie sehen, was sie spüren. Dann hat sich es auch ein bisschen weiterentwickelt, dass wir auch Übungen dazu machen, eben Selbstheilungsübungen auch, damit die Leute was zu Hause auch haben, um das anzuwenden. Und dann kommt noch ein Teil, wo dann Pascal noch macht mit diesen Kontakten. Ah, du stellst ja auch Kontakte zu Seelen her, die ins Jenseits gegangen sind. Genau. Und wie ist das? Ist das sowas, was du auf Anfrage deines Klienten machst? Oder ich habe schon andere Vorführungen gesehen, wo der Betroffene wartet und dann erscheint irgendeine Seele eines Verstorbenen und dann gibt er Informationen, was die Seele will, bis einer aus dem Publikum sagt, ah, das kann nur mein Opa sein oder wer auch immer. Läuft das ähnlich? Also beim Heilabend oder bei Demonstrationen, sage ich immer, wo viele Leute sind, da mache ich es auch, dass ich einfach den Verstorbenen nehme, den ich am besten wahrnehmen kann, ihn dann beschreibe oder manchmal dann sage, ich habe deinen Vater da, also dass ich direkt zu jemandem aus dem Publikum gehe oder einfach jemand beschreibe. Und bei den Armen geht es mir eigentlich mehr hauptsächlich darum, einfach den Leuten auch zu zeigen, hey, es gibt ein Leben nach dem Tod. Mhm. Und wir machen halt auch gerne, ich zeige das manchmal auch von der Quantenphysik her, also erklären wir das und dann halt auch mit den Demos, dass wir das Spirituelle noch abgedeckt haben. Weil ich einfach gemerkt habe, jetzt während meiner Arbeit, dass so viele Leute eigentlich ein Problem mit dem Sterben haben oder mit dem Tod haben. Und wenn wir uns bewusst machen würden oder jeder erkennen würde, dass wir eigentlich im Grunde gar nicht sterben können oder nicht physisch, nur physisch sterben können, dann hätten wir einfach auch viele Probleme, wären viel kleiner oder auch die Ängste wären viel kleiner. Deswegen passt es auch zur Heilung, weil viele Leute haben sehr große Probleme, weil sie jemanden verloren haben oder weil sie mit dem Tod nicht abschließen können oder einfach große Angst vor dem Sterben haben. Deswegen passt es auch ganz gut zum Heilabend. Ah, dass man da noch so ein bisschen Informationen weitergibt. Genau. Ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, würden alle Menschen verstehen, dass sie nicht sterben, sondern nur ihre Seele sich vom physischen Körper trennt und dass ihr Leben unendlich ist und sie auch wiederkommen. Würden Sie das Leben jetzt, was Sie leben, unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten? Ja, genau. Und man denkt ja, wenn man von hier geht, ja, das, was ich hier verbogen habe, das liegt dann hinter mir. Und das ist der große Irrtum in dem Spiel. Nee, es liegt nicht hinter dir, es ist nur auf dein Konto gebucht. Genau. Und dann musst du halt schauen, wie du damit klarkommst. Das ist die eine Tätigkeit. Dann haben wir gehört, das Heilen. Wie ist dann diese Heilthematik bei euch entstanden? Wobei ich da auch die Zuschauer wieder darauf hinweise, dass die gemachten Aussagen in dieser Sendung nicht als Heilaussagen oder Gesundheitsaussagen zu verstehen sind, sondern es sind Erfahrungswerte und Anwendungserfahrungen von den Betroffenen. Und ich bitte das auch so zur Kenntnis zu nehmen. Wie bist du zu dem Thema Heilen denn gekommen? Hast du das irgendwann mal gelernt? Hast du so eine Heilpraktiker- oder Homöopathenausbildung gemacht? Oder war das eine intuitive Geschichte, wo dich hingeführt hat? Ja, es war mehr durch Indien vor allem gekommen. Obwohl früher bei dem Religionsunterricht, als da über Jesus gesprochen wurde, obwohl ich nicht religiös aufgewachsen bin, habe ich da fasziniert zugehört, wenn es hieß, er lief übers Wasser. Er hat blinde Leute zum Sehen gebracht, behinderte Leute oder Leute Lame im Rollstuhl zum Laufen gebracht, habe ich sehr faszinierend gefunden und finde es immer noch faszinierend. Und es gibt viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, was unser Wesen ist und was wir
eigentlich können auf dieser Welt, wenn wir uns nicht durch unseren Verstand oder Gehirn einschränken lassen. Und das, diese Wissenschaft oder diese Philosophie, finde ich eigentlich sehr schön. Und das ist auch ein bisschen die Philosophie von der Quelle oder von unserer Arbeit im Allgemeinen. Wir werden dann zum Heiler oder zum Medium oder so abgestempelt an und für sich. Jedoch ist vor allem mir auch wichtig, dass früher stand fast auf jedem Grabstein oder in Todesanzeigen oder wenn man ein Trostkärtchen schreibt, wenn jemand verstorben ist, er ruhe in ewigem Frieden. In einem so mystischen Moment wie der Tod, das jemandem zu schreiben, und da schreiben immer die Lebendigen drauf, nicht die Toten, also sagt kein Toter dann, schreibt mir das dann noch drauf, sondern das heißt, der mystische und innerliche Wunsch allen lebenden Menschen ist ein innerer Frieden. Und dieser innere Frieden ist eigentlich meine, unsere Arbeit und auch die Arbeit der Quelle. Dass wir da Referenten haben, die den Leuten helfen, auch ein Stück vom inneren Frieden selbst zu finden. Es ist immer zweierlei. Das eine ist Heilung geben, aber auch den Leuten helfen zu können, Heilung zu finden in sich selbst, nämlich dieser innere Friede. Und wenn der innere Friede da ist, sind dann körperliche Heilungen für mich ein positiver Nebeneffekt. Also für mich ist gut, wenn die Leute einen inneren Frieden haben und friedlich durchs Leben und freudig durchs Leben gehen. Da entsteht dann Zufriedenheit, ne, wenn ich diesen inneren Frieden gefunden habe. Oftmals bekomme ich nach Sendungen, wo es um Menschen geht, die als Heiler in Anführungszeichen tätig sind, dass mir andere schreiben, wie sieht es denn aus, was tut man denn, dass der Betroffene die Ursache erkennt? Denn es ist ja eine einfache Geschichte, nehmen wir das Schmerzthema. Wir wissen ja, der Körper reagiert dann, wenn schon geistig längst Signale gesendet wurden, wir aber die nicht annehmen oder erkennen, aus verschiedenen Gründen, dann reagiert er irgendwann mit der körperlichen Befindlichkeit. Und jetzt wissen wir ja, wenn wir jetzt Alternativen uns anschauen, außerhalb der Schulmedizin, dass gewisse Reaktionen, ich nehme jetzt mal das Beispiel Knie, das Knie fängt an zu schmerzen, wenn eigentlich in mir eine Entscheidung nicht getroffen wird. Dass mein Körper quasi immer so macht, aber er bewegt sich nicht. Das heißt, ich weiß nicht rechts oder links. Und wenn wir uns das bildlich vorstellen, man würde deinen Schuh an den Sohlen auf dem Boden festschrauben und du stehst an einer Wegkreuzung und drehst dich immer nach rechts oder nach links, wäre die Belastung im Knie, logischerweise. Wenn man mit Rollerblades oder so gestürzt ist, der weiß, wovon ich spreche. Wie ist es denn mit den Ursachen der Leute? Erkennen die Menschen dann in eurem Handeln, dass sie an der Ursache arbeiten müssen? Also ich sag mal, ich gehe nicht in einen Ernährungskurs, wenn ich danach weiter Fastfood esse und Süßgetränke trinke und was auch immer. Dann ist das ja Unsinn, dass ich das mache. Wie sieht es da bei euch aus? Ja, also zuerst möchte ich mal zum Thema Heiler etwas sagen. Das ist so, dass ich viele große Heiler auf der Welt besucht habe oder mit ihnen gearbeitet haben oder gelernt habe. Und das Wort Heiler an und für sich heißt Heil er. Das heißt nicht ich heile, sondern Heil er. Das ist ein großes Mysterium und ein großes Geheimnis hinter dem allem. Doch das Geheimnis sind wir selbst auch. Genau. Das bedeutet nicht, ich bin der Heiler jetzt hier, ich, sondern er ist er, obwohl er auch da ist. Nur so etwas ein bisschen am Rande. Es ging um diese Frage mit den Ursachen und so. Und vielleicht möchte da Pascal noch was dazu sagen, aus seiner Sicht. Das ist immer so. Also viele Leute fragen mich auch immer so, wenn sie eine Krankheit haben, also was ist jetzt die Ursache? Kannst du in meinem Aurasystem erkennen, was die Ursache ist? Ich weiß, ich widerspreche jetzt der gängigen Theorie und ich sage immer so, mich interessiert die Ursache nicht. So. Okay. Weil die Ursache kennen wir immer. Ja. Also das ist für mich das Faszinierende, die Klienten kennen eigentlich immer die Ursache. Hört sich jetzt komisch an, weil was ist ein Grundbausteine von Gesundheit? Anständige Ernährung, ja, genügend Bewegung und anständiges Trinken. anständiges Denken. Ja. Und die meisten, auch ich sage immer so, wenn Sie zum Heiler gehen, wenn Sie zum Arzt gehen oder zum Psychotherapeuten, Sie schauen immer auf das Problem. Auch beim geistigen Heilen. Viele Spirituelle oder Alternative sagen dann so, ja, man muss die Ursache finden
Und wenn ich auf die Ursache schaue, schaue ich aber auch immer wieder auf Symptome. Und ich sage, das Einzige, was wir machen können, ist mal zu schauen, was ist alles noch gut an meinem Körper. Ja? Mhm. Auch die Ernährung. Viele Leute sagen, ja, ich habe Magenprobleme, kannst du mal schnell Hände auflegen oder Patrick. Das kann helfen, das kann die Selbstheilungskraft, nicht eben der Heiler hilft oder so, sondern die Selbstheilung kann aktiviert werden. Das kann man jetzt auch quantenphysisch eigentlich erklären und man kann es eigentlich auch beweisen. So, aber wenn ich dann wieder mich schlecht ernähre, wenn ich mich wieder zu wenig bewege, dann bleibt das Problem und das sehen dann die Leute viel zu wenig. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen ein neues Label oder Enjoy This Life heißt das, ins Leben gerufen, wo es einfach auch so wieder ein bisschen darum geht, Kopf einzuschalten, also nicht nur spirituell zu sein, sondern auch wirklich Kopf einzuschalten und sagen, okay, ernähre ich mich anständig? Bewege ich mich genug? Wie denke ich über mich? Wie denke ich über andere Menschen? Und so weiter. Und das kann dann aus meiner Sicht ist viel wichtiger als immer nur die Ursache, weil meistens kennen wir die Ursache. Viele Krankheiten kommen von Stress. Ja? Belastungen, ja. Genau. Und wie viele Klienten habe ich gehabt? Ja, ich weiß, der Stress ist ein Problem, aber ich kann meine Arbeitsstelle nicht ändern. Ich bin nun mal verheiratet und wir haben ein Haus zusammen und wir haben Kinder zusammen. Und ich sage immer so, okay, wenn du das behalten möchtest, dann hast du weiterhin Stress. Entweder du sagst, okay, ich bleibe in der Situation, aber dann mach's glücklich. Ja? Genau. Oder du sagst, ich gehe aus der Situation raus. Das wollen natürlich viele nicht hören. Ja? Man ist ja in seinen Bequemlichkeiten und in seinen Argumentationen, warum das alles genau so ist, ist man ja immer sehr forsch. Und auch wenn man die Ursache oft rausfindet, sagt man, ja, ich weiß ja die Ursache. Ja? Und viele gehen dann wieder karmisch zurück, ja, in meinem letzten Leben, meiner Oma und so weiter. Und ich sage, das löst dein Problem nicht. Nur du kannst ihm jetzt dein Problem ändern, indem dass du beginnst, anders zu handeln, anders zu denken, anders zu ernähren, genügend Wasser trinken und richtig denken. Deswegen bin ich nicht so ein Fan von Ursachen. Es ist ganz schön, dass du das sagst, denn auch da kommen immer wieder Reaktionen, dass viele Menschen meinen, sie können, wenn sie sich nur mit geistigen Themen oder nur mit Spiritualität beschäftigen, also alles so nach oben geht, dass das dann die Zielsetzung wäre des in Anführungszeichen neuen Menschen. Ja. Und dann sage ich immer, weit gefehlt. Ja. Wir sind Körper, Geist und Seele und das bleiben wir auch im goldenen Zeitalter und wir müssen uns dort in eine Harmonie hineinbringen und nicht nur meinen, wenn ich jetzt alle diese ganzen Referenten, die ich da drin sehe, wenn ich denen ihre Texte auswendig gelernt habe, bin ich immer noch kein spiritueller Mensch, dann habe ich Informationen, die Spiritualität betreffen. Ganz, ganz toll, dass du das sagst, dass man nicht immer meint, man muss sich nur mit dem Geist und nur mit allem Schönen beschäftigen, sondern unser 3D-Leben, sage ich immer, ist genauso spirituell zu leben, das heißt bewusst zu sein, was ich tue und wie ich es tue. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen das Problem, was wir haben, die spirituellen möchten sich nur immer geistig entwickeln. Ja? Mhm. Die Geistheiler schimpfen eben immer gegen zum Beispiel Schulmedizin. Die Schulmediziner schimpfen gegen die geistige Heilung. Dabei, wir brauchen beides. Richtig. Wenn ich einen Unfall habe, möchte ich keinen Schamanen, der um mich rumtanzt und trommelt. Ja? Ich brauche einen Arzt. Wenn ich einen Chirurg, der dann der mein Bein oder was wieder richtet. Ja? Wenn ich einen Vitaminmangel habe, brauche ich auch entweder einen Arzt oder eine sinnvolle Nahrungsergänzung. Die kann ich mit geistigen heilen, kann ich einen Vitaminmangel, wie zum Beispiel Vitamin D oder B12, kann ich die nicht durch geistiges Heilen übertragen, aus meiner Sicht. Ja, es gibt ja Kollegen, die sehen das anders. Also wir brauchen eigentlich alles und das ist auch das, was mir immer so ein bisschen aufgefallen ist, in der spirituellen Szene ist es oft zu vergeistigt. Ja? Mhm. Und die Logik wird plötzlich weggelassen. Und ich finde, man verliert diesen Bezug zu unserem reellen Leben, sage ich mal, in dieser 3D-Welt, den verlieren viele. Ist mir auch aufgefallen. Und dann haben sie auch Riesenprobleme in ihrem Leben. Sie kommen mit den Finanzen nicht klar. Ja. Sie, alles, was dann um sie rum abgeht, ob einer eine Zigarette raucht oder einer mit einem Diesel-Pkw vorbeifährt, alles tut ihnen plötzlich Schaden verursachen. Ja. Ich sage, die Menschen schaden sich damit selbst, wenn sie nicht mitten im Leben bleiben. Natürlich müssen wir anfangen, die geistigen Dinge in unser Leben zu bringen. Wir haben jetzt, sage ich mal, 2000 Jahre in der Materie verbracht. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns 2000 Jahre mit dem feinstofflichen Teil unseres Lebens beschäftigen. Aber nicht ausschließlich. Ich werde gleiche Fehler wieder andersrum zu machen. Ganz toll. Vielen Dank für die tolle Erklärung. Ich möchte jetzt nochmal zu dem Thema Buch kommen, weil
Das ist ja ein Buch, was du geschrieben hast, wo diese Dinge, die da drin stehen, sind das jetzt die Erfahrungen, die du alleine und ihr gemeinsam über Jahre hinweg gemacht habt, die du jetzt zu einer Information zusammengefasst hast? Ja, es ist so, das Buch heißt eigentlich Das Wunder der Heilung. Und da macht unser Hirn sofort, Wunder, Wunder, was sind Wunder? Jeder hat eigene Wunder, jeder hat andere Vorstellungen von Wunder. Dann Heilung, was heißt Heilung? Körperliche Heilung, geistige Heilung, seelische Heilung. Für mich ist wichtig, auch zum Thema zurückgekommen von vorhin, wir leben in einer sehr materiellen Welt und die spirituelle Welt ist zugleich hier. Warum soll ich definieren, ob ich materiell bin oder spirituell? Ich bin normal. Mhm. Wir sind normal, wir sind Menschen. Und das ist wichtig. Die materielle Welt braucht, die spirituelle Welt ist da. Also warum vereinen wir sie nicht und sind einfach frei? Genau. Ohne irgendwelche Geschichten. Mhm. Oder dann Zwänge, dass wir noch zusätzlich uns Zwänge auferlegen, obwohl eine spirituelle Entwicklung kann nur in die Freiheit gehen und nie in Zwänge hinein. Und das sind auch so viele Irrtümer, die draußen rumlaufen und so Halbwahrheiten, wo die Leute dann aber viel mehr noch aus ihrer Mitte geholt werden, weil sie sich dann selbst anzweifeln und alle ihre Umfeld anzweifeln, alle Glaubensinformationen anzweifeln. Und dann wird es zum Problem. Und auch mit der Ernährung haben wir ja ein ähnliches Problem. Die Menschen gehen immer mehr hin und fangen an, alles wegzudiskutieren. Und am Schluss sage ich ja, was ist denn dann? Wenn das nicht mehr gut ist und das nicht gut ist und das nicht gut ist, mein bisher sind wir damit aufgewachsen und zwar ja auch gut, sonst wären wir nicht alle groß geworden. Also sage ich immer, bleibt auf dem Teppich und fangt nicht alles schlecht zu reden. Liebe Zuschauer, wir setzen gleich nach der Pause unsere Gespräche fort. Wir gehen nochmal ein auf die Themen, die im nächsten Jahr in der Quelle laufen, stellen Ihnen ein paar tolle Referenten noch vor und was Sie auch für Publikationen gemacht haben. Und dann wird uns der Pascal und der Patrick noch ein paar Informationen geben zu ihrer Tätigkeit nächstes Jahr. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind nach unserer kurzen Werbeunterbrechung wieder zurück im Studio. Bei mir heute Pascal Fockenhuber und der Betreiber der Quelle, der Patrick Petrazzoli. Petrazzoli. Die Quelle in Bern, ein Veranstaltungszentrum, wie Sie schon gehört haben, mit vielen interessanten Veranstaltungen. Der Patrick und der Pascal machen gemeinsame Veranstaltungen im Zentrum und der Patrick natürlich auch mit seiner Aufgabe als Organisator viel beschäftigt. Dann ist auch der Pascal für Sie da. Was er nächstes Jahr macht, kommen wir gleich nochmal dazu. Ich möchte nochmal das Thema mit dem Buch fortsetzen. Da waren wir gerade im spannenden Teil, als die Werbepause einsetzte. Du hast zusammengefasst jetzt im Buch im Prinzip alle Erfahrungen, die du in den letzten Jahren im Heilen, in der Zusammenarbeit mit dem Pascal gemacht hast. Was war die Zielsetzung? Warum hast du gesagt, ich muss das jetzt aufs Papier bringen? Was war der Hintergrund? Ja gut, der Impuls kam von irgendeinem Referenten bei uns, der einmal bei mir war und ich habe ihm erzählt von diesen Indienreisen, wo ich war, von diesen Yogis, die da in den Dschungel leben, halt nackt oder nackt sogar, mit mystischen und Kräften, die wirklich übers Wasser laufen können, die wirklich Fähigkeiten haben, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, sich zu teleportieren. Wahnsinn. Viele Sachen, die in der Bibel stehen und keiner glaubt, obwohl sie da stehen und millionenfach alle an die Bibel glauben. Genau. Ja, diese Sachen gibt es. Früher habe ich gedacht, sie seien auf Indien beschränkt oder auf diese Meister oder so. Jetzt merke ich, dass sie auch da sind. Sie sind in der Schweiz, sind auf der ganzen Welt. Es ist immer alles möglich. Und wenn wir sagen, es ist nicht möglich, dann beschränken wir schon mit unserem Verstand und mit unserem Hirn. Denn es ist auch nicht möglich, auf diesem Stuhl zu sitzen wissenschaftlich, denn es besteht fast aus Luft. Trotzdem ist unser Wesen fähig, diesen Stuhl zu materialisieren, dass wir drauf sitzen. Also auch da immer wieder mehr diese Verbindung
der Geist mit der Materie, mit unserem Seelendasein immer im Gesamten das sehen, im Komplexen das sehen und nichts ausklammern. Und toll, was du gesagt hast, diese Beschränkung. Das hast auch du vorher angesagt, hier, da oben haben wir noch ein großes Problem, weil wir wissen, dass wenn irgendwas passiert, was machen noch 90% der Menschen? Sie denken sofort an alle schlechten Konsequenzen, die jetzt passieren können, aus der Handlung heraus. Würden sie genau das Gegenteil tun, machen sie mit ihren Gedanken ihre Welt. Und da ist, glaube ich, auch noch viel zu tun. Warum hat es der Mensch eigentlich? Was denkst du, Pascal? Warum ist der Mensch immer einem, der eher in Sorgen machen geht, anstatt dass er sich die Dinge vorstellt und an die Dinge denkt, wie er die Situation gelöst haben möchte? Woher kommt die Problematik? Also ich glaube, auf das bin ich auch ein bisschen eingegangen in meinem aktuellen Buch Zünde dein inneres Licht an. 90% von unserem Handeln kommt ja aus dem Unterbewusstsein. Also ich habe jetzt gerade eine neue Studie zwar gelesen und habe gesehen, es sind 95%, das ist jetzt eine wissenschaftliche Studie. Und 10% oder 5%, also ich habe früher immer gesagt 10%, laut den neuesten Studien sind es nur 5%, ist aktives Bewusstsein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, ich habe zum Beispiel bei den Jenseitskontakten und so auch immer gemerkt, dass die ersten 7 Jahre eines Kindes entscheidend sind. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen alles, aber das Spannende ist, dass zum Beispiel in den ersten 2 Jahren eines Kindes das Kind eigentlich in einem Theta-Zustand vom Gehirn her ist. Im Delta-Zustand, nicht im Theta-Zustand. Das bedeutet, das ist eigentlich ein Trance-Zustand oder ein Tiefschlaf-Zustand, die ersten 2 Jahre. Und von 2 bis 7, dann kommt der Theta-Zustand dazu. Das heißt, es ist eigentlich dort, wo Hypnose stattfindet. Und wenn wir auch mal schauen, was lernt ein Kind in den ersten 7 Jahren? Ja? Du darfst das nicht, das ist nicht gut, das ist halt so, weil Oma hat schon so, das muss man so machen, weil der Nachbar, du musst so. Und das wird alles gespeichert in unserem Unterbewusstsein. Ja? Und wenn wir nachher erwachsen sind, erst mit 12 Jahren kommen Beta- und Alpha-Zustände dazu. Mhm. Ja? Und erst da sind wir aktiv im Gehirn. Nur immer, wenn wir was automatisch machen, das kennen wir vom Autofahren, ja, sind wir in diesen Delta- und Theta-Zuständen. Das heißt, alles kommt aus dem Unterbewusstsein. Also aktiv jetzt im Leben machen wir nur 5%. So, also 5% von unserem Leben haben wir die Möglichkeit, Neues zu machen. Und jetzt, wenn Spannend. Das Unterbewusstsein mit Müll voll ist, mit das darfst du nicht, du bist nicht gut genug, du bist zu dick, du bist zu dünn und so weiter, kann ein Mensch gar nicht positiv denken. Ich muss immer so lachen über dieses Positiv-Denk-Zeugs, was immer mehr kommt. Wenn ich dick bin, ja, oder ich hatte auch jetzt 12 Kilo mehr gehabt, habe mich nackt vor den Spiegel gestellt mit meinem Bauch und habe im Spiegel mich angelächelt, habe gesagt, ich bin schön, ich bin wunderbar, ich bin wohlgeformt, ich habe ein Sixpack. Ja, was sagt mein Bewusstsein? Alter, du bist dick, du bist nicht mehr 24. Ja, du bist fett, was sagst du hier, dass du dünn bist, dass du schön bist? Das glaubst du ja selber nicht. Und deswegen funktioniert dieses klassisch positive Denken auch nicht. Das merke ich auch immer wieder auf Facebook zum Beispiel. Ich bin so ein Facebook-Liebhaber. Mhm. Wenn ich den Leuten irgendwie was sage, denk mal ein bisschen positiv. Ja? Dann kommen alle, ja, aber ich kann nicht, weil ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich habe Probleme, ich habe Sorgen und so. Dann sage ich so, ja, aber du hast 2 gesunde Hände. Ja? Das ist wirklich positives Denken. Ich kann meine Hände bewegen. Ich lebe noch, ich bin heute Morgen aufgestanden. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Ja? Kann meine Entscheidung Nahrung. Treffen. Ich kann meine Entscheidung selber treffen. Ich kann entscheiden, ob ich in dem Beruf bleibe, ob ich da künde oder was Neues mache. Nur die meisten sagen, nein, ich bin zu alt. Das ist auch so ein Muster. Ja? Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann. Also die ganze Thematiken mit Konditionierungen, Denkmustern und Ängsten, glaube ich, vor allen Dingen. Das ist ja so eine Geschichte, dass viele Menschen in den Ängsten sind. Sie haben immer wieder Panik, dass irgendwas verrutscht und deswegen lassen sie die Sachen. Genau. Gute Erklärung, Dankeschön. Diese Dinge zusammengefasst im Buch. Wer ist die Zielgruppe? Wen möchtest du mit deinem Buch ansprechen? Ja, also das Buch ist an und für sich neutral. Es hat zwar einen Titel und jeder hat schon eine Verbindung dazu, indem er es einkategorisiert mit unserem Hirn, mit unserem Verstand, je nachdem, was wir für Kategorien haben. Mhm. Das Buch ist für jedermann und jede Frau. Also alle die verstehen wollen jetzt, wie Heilung sich zusammensetzt. Ich sage ja, das Wort Heilung
nehmen wir als ein Wort, aber ich sage, es ist ein Prozessing von dem geistigen Erkennen. Wo stehe ich, was habe ich, wo kommt es her, wie du sagst, weiß ich dann eh und kann daran arbeiten. Dann am Erkennen mir zugestehen, dass ich es kann, dass ich meine Heilungskräfte aktivieren kann. Ich sage immer, die Heiler sind ja im Prinzip nur Informanten, mehr tun die nicht. Die sagen dir und zeigen dir, wie es vonstatten gehen kann. Da sind sie nochmal eingeblendet hinter uns, Dankeschön Regie. Und dann können die Leute erkennen über diese Informationen, die er weitergibt, wo der Weg hingeht, wo, wie ich diese geistigen Gesetze, die die Voraussetzung sind, um mich heilen zu können, wie ich die anwenden kann. Kann man es so zusammenfassen? Ja, es ist ja so, wie ich auch gesagt habe, mir geht es vor allem um den inneren Frieden der Menschen. Dass die Leute den inneren Frieden finden und wenn Heilung geschieht, auf welcher Ebene auch immer, für mich ein positiver Nebeneffekt ist. Es geht hierbei vor allem um zu erwachen. Ja. Da ist das Wort er schon wieder dabei, erwachen. Es heißt auch so, wenn wir jetzt das nehmen, was Pascal gesagt hat, mit diesen 95% unterbewusst funktionieren wir am Tag. Das heißt, ich funktioniere wie eine Marionette zu 95% aus meinem Unterbewusstsein. Also hat mein Wesen ja kaum Einfluss auf dieses Leben. Hierbei geht es darum, um Reflexion in sich selbst. Ich hinterfrage meine 5% Hirn und meine 95% Unterbewusstsein. Ich erforsche mit einer Taschenlampe quasi in der Höhle, wo die Ursache allen Übels ist wahrscheinlich, möglicherweise. Genau. Dort zündet man hin, schaut, was da ist und erlöst es. Dann werde ich frei von diesen 95% Unterbewusstsein, von diesen 5% Tagesbewusstsein an und für sich. Und wenn das alles weg ist, haben die meisten dann das Gefühl, ja, dann bin ich niemand mehr. Ja, ja, genau. Aber wenn ich das vorhin gehört habe, ein Kind in den ersten 2 Jahren in dieser Trance-Zustand, ist ja auch jemand da. Mhm. Das heißt ja, nichts ist weg. Also, nee, funktioniert das. Und wenn wir uns von dem befreien, sind wir universell. In dem Sinne, dass wir alle Fähigkeiten, von denen wir gehört haben, zum Beispiel die in der Bibel stehen, sind alle da. Die sind nicht da vorne oder da ein Weg dorthin, sondern es ist alles da. Ich räume diese 95% weg und diese 5% Tagesbewusstsein und dann bin ich frei, universell und erwacht. Und dann bin ich auch angebunden, ne? Dann kommt das. Das ist gleich der Switch wieder zu dir. Das ist ja auch was, du hast von Anfang an aus Kindesbeinen heraus wahrscheinlich deine Fähigkeiten angenommen. Wie war es in deinem Umfeld? War es schwer für deine Eltern? Ja, nein. Also, ich meine, für mich fragen immer alle, wie ist es, hellsichtig zu sein? Und ich sage immer, wie ist es, nicht hellsichtig zu sein? Also, ich kenne es ja nicht anders. Mhm. Für meine Mama war es am Anfang halt so, ja, der Junge hat geträumt. Eine tolle Fantasie. Oder eine tolle Fantasie. Also ich hatte ja das Glück, dass ich eigentlich, meine Mutter hat zwar die Geschichten schon gekannt von ihrer Oma und vom Umfeld und so, also es liegt ein bisschen bei uns in der Familie, deswegen war das jetzt nicht so ein Schock. Für meine Mutter war dann eher ein Schock, als ich dann gesagt habe, so, okay Mama, ich bin ja ausgebildeter Schauspieler oder ich habe ja Schauspielschule gemacht. Mhm. Und wo ich gesagt habe, Mama, ich will nicht mal Schauspieler arbeiten, das gibt mir nichts mehr. Ich werde jetzt Berufsmedium. So. Okay. Und da hat sie gemeint, das kannst du nicht machen. Das, na. So. Und heute hat sie aber auch gemerkt, weil sie natürlich Angst gehabt hat, dass ich jetzt für verrückt erklärt werde. Ja, aber ja, heute hat sie auch gemerkt, ich meine, ich sehe auch nicht aus wie ein Medium. Ich lebe auch nicht wie ein typisches Medium, weil ich glaube zwar, dass ich irgendwo spirituell bin, aber für mich heißt Spiritualität Freude und Spaß am Leben. Nicht vegane Ernährung, täglich Yoga, stundenlang meditieren, also nicht all diese Zwänge. Vegane Ernährung ist super, Yoga ist toll, meditieren sowieso, aber nicht, weil ich muss, um irgendwas zu erreichen, sondern ich glaube, Gott will nur eins, glückliche Menschen. Ob du an Coop oder Migros oder bei Bilac oder Aldi an der Kasse arbeitest, spielt ihm keine Rolle. Ob du jeden Tag meditierst, spielt ihm keine Rolle. Das Einzige, was, glaube ich, die geistige Welt oder allgemein Gott oder so interessiert, ist, ob du glücklich bist. Ja? Und ich sage immer, die glücklich sind, die das Leben hier unten gecheckt haben, die dürfen dann auch oben bleiben. Und die anderen müssen wiederkommen und inkarnieren. Bis das Jammern ein Ende hat, dann macht die Erde keinen Sinn mehr. Ja, die Erde ist da,
um zu lernen, glücklich zu sein, nicht spirituell weiterzukommen oder sich zu entwickeln, sondern ein glücklicher Mensch zu werden mit all seinen Talenten, Fehlern, Hindernissen und so weiter. Das ist so meine Philosophie. Ist ja toll, dass wir die Sendung jetzt machen im Dezember, denn für Sie, liebe Zuschauer zu Hause, wäre das so für mich eines der tollsten Dinge, die ich gehört habe, die man sich so vornehmen könnte für das nächste Jahr. Wir sitzen ja immer am 31. und jeder überlegt, was er sich vornimmt. Der eine will das Rauchen aufhören, der andere will was weiß ich was machen. Werden wir uns doch einfach mal vornehmen, glückliche Menschen zu sein und zufriedene Menschen und nicht immer in dieser Stress- und dieser Hektikgeschichte und noch mehr und dann wieder was anderes und mal der es hat, will ich es auch und so. Dann, denke ich, gehen wir langsam in das Thema hinein, dass wir das viel beschriebene goldene Zeitalter leben. Und ich erinnere an die Aussage des Lamas, der vor 3 Jahren bei mir war auf meine Frage, wann das goldene Zeitalter kommt, was er gesagt hat. Wir leben mittendrin, wir nutzen es nur noch nicht, weil er sagt, wir noch nicht das Bewusstsein bekommen haben, dass wir einfach, wie gesagt, zugestehen, dem anderen zugestehen, dass er genau das Gleiche haben darf wie wir. Dann definieren wir wieder, ja, wenn du was schaffst, kriegst du was zu essen. Sag ich, habt ihr ein Gottes Gebot gesehen, wo das drin stand? Und dann hat ein Harvard-Professor, mit dem ich seit Jahren in Kontakt stehe, der hat mir auch vor kurzem einen witzigen Satz gesagt. Er sagt, da guck mal hin. Auf der Erde existieren, glaube ich, 1200 Spezies, irgendwie so eingeteilt aus allen Lebewesen. Sagt er, und jetzt ist der Mensch das Einzige, das für sein Leben bezahlen muss. Und sagt er, da können wir doch nicht mehr behaupten, wir wären die Spitze der Evolution, sagt er. Wenn wir so dumm sind, unterwerfen uns einem von uns selbst uns aufoktroyierten Systems, was uns in Stress bringt und unglücklich macht. Sagt er, kann ich ja von der Intelligenz der Menschen nicht so viel sprechen, sagt er. Gut, werden einige vielleicht sehr intelligente gemacht haben, um gewisse Dinge zu verfolgen. Wir sehen ja heute immer die Begriffe Sklavensystem und Drucksystem und so. Aber, du hast es richtig gesagt, die Erde, so sehe ich das auch, ist ein Experimentierfeld. Das ist für uns ein Feld, das uns zur Verfügung steht, um uns zu entwickeln. Genau. Und wie gesagt, entwickeln heißt für mich auch, dann bin ich auf der Erde richtig, wenn ich jeden Abend mit einem Lächeln ins Bett gehen kann. Genau, weil das Wichtigste ist ja so, Entwicklung ist kein Stress, keine Strafe. Wann lernten Kinder meistens? Kinder lernen unglaublich viel in den ersten Jahren. Warum? Weil sie Freude haben. Wenn sie wollen es wissen. Wenn ein Kind umfällt, dann schaut es auf die Erwachsenen und sieht, man kann laufen, ja, macht's weiter. Was machen die Erwachsenen? Sie gehen einmal pleite mit dem Geschäft oder mit der ersten Beziehung geht zu Ende. Ja, ich glaube, ich bin beziehungsunfähig, ja, ich bin das. Wir geben sofort auf. Wir sollten eigentlich wieder wie Kinder werden. Ja? Die machen sich auch keine Sorgen, wie was. Wenn man hinfällt, steht man halt wieder auf. Steht auf, gehen weiter, haben Spaß und lernen. Das ist eigentlich so. Nicht mit Zwängen lernen, Spaß haben. Sehen wir ja auch in neuen Schulmodellen. Ne? Ja. Kommen ja immer wieder neue Modelle im Moment hoch. Hab das verfolgt mit der Nena ihrer Schule da in Hamburg. Irre Kinder, die abgeschrieben waren von der Gesellschaft, die man als lernunfähig oder unwillig oder als nicht in der Lage, dann diese ganze ADHS-Geschichte, was man da alles hineininterpretiert. Ja. Und siehe da, kaum waren die bei ihr auf der Schule, haben die sich um 180 Grad gedreht und der eine Junge, der vorher als fast schon Depp, möchte ich mal sagen, dargestellt wurde, hat nach 4 Jahren das Zeug gehabt, sein Abitur zu machen. Also sehen wir, es geht, oder Sitschenin-Schulen, diese Schulen, die aus dem Osten jetzt kommen, aus den russischen Gebieten, Schulen, wo die Lehrer nur als Berater zur Verfügung stehen. Es gibt keine festgelegten Schulzeiten, du musst morgens um 8, dann ist Physik und dann ist Geschichte und dann ist dies und das, nö. Die Lehrer, die da sind, sind an einer riesigen Tafel in der Aula. Dann stehen die Sachen drunter, die sie heute anbieten. Dann kommen die Jungs und da sieht die Aula aus wie ein Jugendhaus. Überall Poster an der Wand, Fußball, Töckeli, Kästen stehen rum, alles Mögliche. Dann gehen die dort rein. Dort fühlen sie sich wohl und das seinesgleichen. Dann gehen die an die Tafel, gucken, was sie interessiert und gehen dorthin. Und der Lehrer ist der, der dann auf die Fragen antwortet, die der Schüler ihm stellt. Und nicht der vorne seinen Plan A, B, C runterzieht und die müssen halt mitkommen, ob sie wollen oder nicht. Ja. Und was ist das Ergebnis? Das Jüngste ist ein 12-Jähriger, der jetzt auf der Universität eingeschrieben ist, aus der Sitschenin-Schule. Muss ich mir vorstellen, nach 12 Jahren, mit 12 Jahren das Abitur gemacht. Ja. Und alles selber, ohne Druck, ohne Stress. Also wir sehen, die neuen Methoden sind die da wahrscheinlich, die uns dahin bringen, dass wir endlich erkennen, dass wir nicht unser ganzes Leben reglementieren müssen und mit Prinzipien festlegen und Gesetze und Vorschriften und noch was. Wie du sagst, der Mensch verlernt das Leben. Er wird dann nur noch wie eine Marionette
durch seine Lebensjahre hindurch gebamselt. Und irgendwann sage ich, wenn das menschliche Leben dann endet, und ich bin ja auch nicht der Freund von letztem Gericht und so einem Blödsinn, ich sage, wenn wir dann in der Runde der Seelen sitzen und über unser letztes menschliches Dasein reflektieren, dann werden wir feststellen, dass wir einiges falsch gemacht haben. Und dann steht wahrscheinlich der Pfeil auf Wiederholung, dass wir es dann lernen. Ich möchte noch mal auf deine Bücher eingehen. Vielleicht für die Zuschauer noch einmal als abschließende Information. Heute, wenn Sie die Sendung sehen, haben wir es leider noch nicht im Shop. Deswegen möchte ich Ihnen empfehlen, wenn es noch unter den Weihnachtsbaum soll, entweder in jeder Buchhandlung die Wunder der Heilung, hat eine ISBN-Nummer, kriegen Sie über jede Buchhandlung. Sie sehen oben, der Patrick Petrazzoli ist der Autor. Also diese beiden Angaben sollten Sie sich notieren. Oder Sie gehen direkt in die Quelle in Bern oder Sie gehen über die Webseite. Wir blenden Sie noch einmal kurz ein. www.die-quelle.ch. Dann sind Sie auf dieser Website und dort können Sie natürlich auch das Buch bestellen, wenn Sie es vor Weihnachten noch haben sollen. Ich glaube, wenn man in Bern wohnt und kommt in die Quelle, dann kann man es da auch erwerben. Genau. Also, dann haben Sie noch die Möglichkeiten und wie gesagt, in wenigen Tagen wird es auch bei uns im Shop sein für die, die ihre Weihnachtsgeschenke dort ordern. Dann können Sie es dort auch gleich mitbestellen. Ich empfehle es, das ist eine Lektüre, liebe Zuschauer, die brauchen wir in der Zukunft, dass wir von dem vielen, was wir jeden Tag in Nachrichten und sonstigen Mainstream-Medien mitbekommen, dass wir ein bisschen eine Alternative dazu haben und können dann auch mal aus den Informationen unsere eigene Wahrheit finden. Denn, und das ist ein Spruch, den hat der Ivo Sasek auf mehreren Veranstaltungen gesagt, der Mensch besitzt ein Wahrheitsgen. Nur funktioniert das erst dann, wenn er alle Informationen zu einem Thema hat. Wenn ihm die Hälfte der Information fehlt, kann er natürlich nur aus den Informationen seine Entscheidung treffen. Und das ist meistens dann eine Sache, die nicht in die richtige Richtung führt. Wenn ich über eine Sache nur die Hälfte weiß, dann kann ich auch damit noch nicht umgehen. Denn wenn mir die Hälfte fehlt, dann gibt es irgendwo dann ein Problem. Und so ist es da. Je mehr Sie wissen, desto mehr erlangen Sie Klarheit. Vergessen Sie aber nicht, Ihre Intuition dazu zu nehmen. Wenn wir nur Bücher lesen, dann haben wir noch kein Wissen, dann haben wir nur Informationen. Das Wissen trägt der, der das Buch geschrieben hat, weil er hat es selbst erlebt. Wir kriegen die Information, aber leben können wir es erst, wenn wir die Information in unser Handeln umsetzen. Dann leben wir es und dann entsteht auch Wissen. Also bedenken Sie, dass Sie sich immer vollständig informieren, dann können Sie auch frei entscheiden. Pascal. 8 hast du geschrieben, hast du gesagt. 4 haben wir da. Ein bisschen Information dazu. Nehmen wir mal das als erstes. Kinder in der geistigen Welt. Wann ist das Buch von dir erschienen? Oh, jetzt hast du mich erwischt. ich glaube vor 2 Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. 2 Jahren. Thematik im Buch? Es geht vor allem um Kinder, weil viele... Ich bin ja vor allem bekannt geworden aus Jenseitskontaktmedien, also Kontakt zu Verstorbenen. Und hier habe ich so die Kinderthematiken aufgegriffen. Also warum gibt es Fehlgeburten? Was passiert mit Kindern, die Selbstmord gemacht haben? Was ist mit Seelen, die abgetrieben werden? Es ist eigentlich so ein Begleitungsbuch, vor allem für Eltern, die ein Kind verloren haben. Aber nicht nur unbedingt ein Kind, weil die Frage ist ja immer, wann ist jemand ein Kind? Ich denke dabei nicht nur an Kinder, die jung sind, sondern auch wenn jemand mit 50 stirbt und Mama und Papa lebt noch, ist er auch ein Kind noch von Eltern. Das vergisst man ganz oft. Es ist einfach auch sehr, was ist mit Wiedergeburt und so weiter. Vor allem Thema Kinder. Also die Beispiele sind alles von Kindern, von Sitzungen, die ich für Eltern gemacht habe. Ah, sehr spannendes Thema. Ist auch noch verfügbar, auch überall im Buchhandel erhältlich, erhältlich oder über deine Website? Genau. Wir haben jetzt neu auch einen Shop. Über meine Webseite kommt man zum Enjoy This Life Shop und dort sind alle Bücher und alle CDs von mir drin. Sehr schön. Ja. Das zweite, was hier steht, ist eine CD oder DVD? Ist eine CD. CD, Heilung durch Selbstheilung, Heilmeditation. Genau. Gut, was eine Heilmeditation ist, denke ich, weiß jeder. Ja, welches Verfahren hast du denn benutzt? Genau, also es gibt so das klassische Verfahren, also typisch geführte Meditation, aber vor allem auch, ich bin halt jemand, der nicht so gerne stundenlang meditiert, aber ich schlafe jeden Tag
Und da ist eigentlich, sind Suggestionen auch immer drin. Also man kann die CD auch einfach beim Schlafen sich anhören. Und so wird eigentlich diese 95% vom Unterbewusstsein wird da quasi umprogrammiert. Das ist eigentlich so der Sinn und Zweck von dieser CD. Die Umprogrammierung meines Unterbewusstseins? Genau. Und soll man die zum Einschlafen hören? Ja, die kann man auch die ganze Nacht durchhören. Also viele okay. Leute schreiben mir, ich schlafe immer ein bei der CD. Und dann sage ich, ja, das ist genau das, das ist der Sinn und Zweck. Also das, weil beim Schlafen ist mein aktives Bewusstsein nicht aktiv. Da ist dann niemand da, der sagt, nein, du bist aber nicht gesund. Wenn dann die Suggestion kommt, du bist gesund, es geht dir gut, du bist glücklich, ist das aktive Bewusstsein ausgeschaltet, das ständig sagt, nein, das stimmt gar nicht. Das ist eigentlich der Sinn von der CD. Ein weiteres Buch steht daneben, Titel Botschafter der unsichtbaren Welt, wie der Dialog mit dem Jenseits unser Leben bereichert und heilt. Das ist das Thema, was du eben geschildert hast, dürfte dann eines deiner ersten Bücher wahrscheinlich sein? Das ist mein viertes Buch, glaube ich. Botschafter der geistigen Welt ist eigentlich so nochmals eine Zusammenfassung von, wie habe ich das so erlebt. Leben in zwei Welten war mein erstes Buch, das ist sehr biografisch oder fast nur biografisch. Hier ist so eine Zusammenfassung von meiner ersten Entdeckungen und auch von der Ausbildung und nachher vor allem auch viele Praxisbeispiele. Also wie kann man sich das vorstellen mit einem Jenseitskontakt? Was macht ein Medium? Und einfach auch so, das Buch ist eigentlich vor allem für Leute, die sich einfach fürs Leben nach dem Tod interessieren, vielleicht auch jemanden verloren haben oder sich auch für Medialität interessieren. Also es ist mehr so meine Erfahrung, wie ich als Medium gearbeitet habe, bei Einzelberatung, was ich da so erlebt habe. Mhm. Dann das Letzte, was hier ganz außen steht, der Titel ist... Zünde dein inneres Licht an. Yeah. Ah, und da sind wir, glaube ich, wieder im Zeitpunkt jetzt. Genau. Du hast ja vorher im Anfang gesagt, dass du ein paar Dinge so ein bisschen umgestellt hast, nicht sehr mehr ins Jenseitsthema gehst, sondern jetzt aktiver. Du sagst immer einen Satz, enjoy your life. Enjoy this life. Enjoy this life, sehr gut, dieses Leben, genau. Das startet jetzt mit durch und wo liegt der Schwerpunkt drin? Was soll den Leuten vermittelt werden? Also so der Ursprung war eigentlich Zünde dein inneres Licht an, eben das Buch, wo es eigentlich darum geht, selbstbestimmt und glücklich zu leben. Und da habe ich einfach so das Grundwerk, wie kann ich erfolgreicher werden und so weiter. Ja? Und das ist eigentlich so der Ursprung und jetzt mit dem Label wollen wir dann mehr eben auch Nahrungsergänzung zum Beispiel oder einfach so wieder zurück in die Einfachheit, in den Alltag, ein bisschen weg vom Außersinnlichen, mehr wieder ins Leben kommen, einfach Spaß haben. Ich meine, der größte Gegner von dem ist ja eigentlich die Unterhaltungselektronik. Ne? Ja. Ich habe mir jetzt gestern, gehört zu meinem Job dazu, mal einfach so, ich sah das beim Nachbarn, so ein Packen Prospekte hat er gerade aus seinem Briefkasten gezogen. Da habe ich gesagt, gib mir die doch gerade mal. Dann habe ich mich hingesetzt und habe mir das nochmal durchgeguckt. Also heute das Thema Kinderspielzeug, also Bagger und Autole und so, was wir noch kennen aus unserem fast verschwunden. Du siehst prospekteweise nur noch Spielzeug mit Elektronik und alles mit Konsolen und Computer und was weiß ich. Bringt es unsere Kinder weg von dem Punkt, wo sie eigentlich hin sollen? Tun wir mit dem ganzen Elektronikkram nicht unsere Kinder eigentlich wieder defokussieren? Ich glaube ganz einfach, wir brauchen die Elektronik. Ja? Also die Kinder sollen das auch lernen, weil die sollen ja auch mit PC und so umgehen können. Aber ich glaube, die Hauptprobleme, die wir haben in der Schule mit ADHS und so weiter, hat auch damit zu tun, dass heute Kinder gar nicht mehr Kinder sind, eben zu wenig im Wald sind, keine Eltern mehr haben, die sich hinsetzen, mit Bauklötzen spielen, sondern lieber PC anmachen, Fernseher anmachen. Und ich glaube, es macht schon Sinn, dass wir als Eltern auch darauf achten, dass Kinder wirklich noch spielen dürfen. Kinder sein dürfen und nicht schon ab 6 Jahre dann in Schule und noch dann 3, 4 Hobbys und noch Klavier spielen und Sport machen und dies noch. Das heißt, jüngster Burnout-Patient jetzt 12 Jahre alt. Ja. Rekord, ne? Ich meine, Negativrekord, muss man sagen. Wenn mit 12 Jahren ein Kind schon Burnout hat, dann frage ich mich, wie soll der Mensch mal mit 40 oder 50 agieren? Also schwierig, was da passiert. Die Bücher, liebe Zuschauer, können Sie natürlich beziehen über die Website. Wir haben auch die eingeblendet, wenn wir die noch mal kurz auf den Bildschirm bringen. Vom Pascal Fockenhuber, natürlich auch in jeder Buchhandlung zu erhalten unter den jeweiligen Titeln. Und noch mal
für die Zuschauer, die eines der drei Bücher oder die CD haben wollen, Sie sollten uns anschreiben. Jetzt werden wir mal noch, wenn die letzte Minute läuft und ich mich verabschiede, dann geht es um das Thema der Referenten. Die lassen wir im Hintergrund gerade noch ein bisschen durchlaufen, die nächstes Jahr in die Quelle kommen. Ich sage erstmal vielen Dank, Pascal, vielen Dank, Patrick. War eine tolle Sendung, eine spannende, auch für mich mal wieder eine, wo ich sehen konnte, dass es doch weitergeht mit der Entwicklung der Menschen, obwohl manche Anzeichen, was jetzt wieder läuft da in Syrien und so, stressen mich immer, aber ich bin Optimist. Danke, viel Erfolg nächstes Jahr in der Quelle, viel Erfolg mit deinen Auftritten und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr nochmal wieder. Danke. Liebe Zuschauer, für Sie, nehmen Sie die Dinge ernst, nehmen Sie die Thematiken ernst, die wir nicht in unserer Realwelt erfassen können. Lesen Sie solche Bücher, auch wenn elektronische Medien vielleicht mehr im Trend sind, weil das ist genau der Hintergrund und das sind die Themen, um die wir nicht herumkommen in unserer Zukunft und die für uns ganz wichtig sind, wenn wir uns zu dem entwickeln wollen, was der Pascal gesagt hat, glückliche Menschen zu sein. In diesem Sinne einen wunderschönen Abend und eine tolle Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.